Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life of a Medieval Engineer. Jetzt wollte er gerade wieder nicht winken. Und wie ihr seht, die Sonne geht gerade auf. Ich finde, das sieht so genial aus, wenn die Sonne durch die Bäume so bricht. Ich meine, man könnte ja mal so gucken. Ach, das ist so nice. Sieht so cool aus. Okay, ich habe ja gesagt, ich warte jetzt nächstes Mal, bis es hell wird. Das habe ich jetzt auch getan. Damit wir jetzt mal mehr sehen. Das Licht habe ich schon weggeräumt, wie ihr seht. Außer jetzt da drüben. Korn ist leider immer noch nicht fertig, aber wir haben hier drüben mit der Schmiede erstmal ein bisschen was zu tun. Und ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, wir könnten das ja hier quasi ein bisschen anders aussehen lassen. Weil eigentlich wollten wir ja eine offene Schmiede, was wir auch definitiv so machen. Und aber hier vorne wegen dem Dach so eine Art Überhangdach, weil ich möchte es ja gerne schon hier nach vorne, also Richtung Eingang abfallen lassen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, man könnte mal was probieren. Ich hoffe, es ist jetzt hell genug, also wenn nicht, die Sonne kommt ja dann noch rum. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Und deswegen könnte man eigentlich probieren. Ich werde mal jetzt hier so mal hinsetzen. Und dann mal hier nach oben wärts. Achso, das war glaube ich aber falsch rum. Eigentlich müsste ich den nach oben eigentlich zuerst setzen. Weil sonst sieht das komisch aus. So, dann drehen wir den jetzt einfach mal. Das müsste ja die gleiche Höhe sein, genau. Du wirst dann nochmal gedreht. Dann müssen wir den ein bisschen einziehen. Zack. Und das machen wir jetzt. Ja, ich würde sagen noch, muss jetzt mich nach dem richten, nach dem Balken hier. Die Treppe steht jetzt, die Treppe liegt jetzt ein bisschen komisch, das macht jetzt aber nichts. Das ist jetzt, ist dann halt jetzt so. So. Und dann hier mal wieder ein Quersetzen. Also wie ihr seht, kein langes Rumgeschwalle, es geht sofort weiter. Halt, das war, ja, das war jetzt dämlich. Das war jetzt dämlich nämlich und, ja, okay. Gut, da können wir es gleich so machen, setzen wir den zuerst, weil der ist ja eh eins kürzer. Und dann müssen wir den wieder länger machen. Und dann stellen wir dich hin. So. Könnte sein, dass ich... 1, 2, 3. Könnte sein, dass sich das jetzt nicht ganz ausgeht, aber... Wie gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig. Hier machen wir wieder 2. Weil hier ist ja im Prinzip der Hauptpfeiler, der das Ganze ein bisschen stützt. Machen wir hier in der Mitte dann auch 2. So, aber um auf das eigentliche zu kommen, was ich jetzt vorhabe. Achso, dann müssten wir hier vorne vielleicht auch nochmal welche machen, oder? Ja gut, obwohl, mal gucken, wie das aussieht. Also, dann seht ihr, ich habe jetzt hier auf der 5 schon Bretter in der Hand. Die habe ich auch schon richtig rumgedreht quasi. Müssten wir vielleicht bloß ein bisschen kürzer machen. So. Und ich habe die jetzt extra so nach oben versetzt, dass wir hier einen kleinen Absatz drin haben, was jetzt auch rein der Absicht entspricht. So. Ah, komm schon. So geht das aber komischerweise nicht, hä? Doch. Geht so hoch. Zack. 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 So, und da hätten wir jetzt nämlich hier so eine Art, wie nennt man das, Schleppdach? Ja, wisst ihr, könnte so eine Art Schleppdach sein. Hier müssen wir da eins länger machen, weil hier der Abstand ja größer ist. So, komme ich da nicht mehr ran. Zack. Zack. Da müssen wir bloß mal gucken, ob sich das mit dem Dach ausgeht. Ob das jetzt Serre da durchglitscht oder ob das jetzt eigentlich so geht. Und so würde ich das jetzt hier vorne über die ganze Front machen wollen. Deswegen hatte ich mir gedacht, ein offener Eingang und dann dieses Dach, weil hier oben kommt ja noch, dadurch, dass die Treppe jetzt hier drin steht, die lassen wir jetzt auch drin, kommt hier oben dann noch so eine zweite Etage, sage ich jetzt mal. Ich nenne es jetzt einfach mal zweite Etage. Mal gucken, was wir dann da oben hinstellen. Kann ja sein, dass wir hier oben irgendwie die Vorräte hinpacken für die Schmiede. Und unten kommt dann der Brennofen und dieser andere Ofen noch. Also ich werde den Raum auch oben nicht komplett zumachen, sondern vielleicht 1, 2 breit zum Boden reinklatschen. Und dann soll es das dann, würde ich sagen, müsste das reichen für eine Schmiede. Also für unsere Schmiede zumindest. So, da müsste ich jetzt aber hier vorne nochmal einen Balken setzen. Geht der jetzt? Ist der jetzt schon auf komplette Länge? Der müsste sogar so lang sein, wie ich es brauche, oder? Da kommt noch ein Stück. Wieso sind der jetzt eins kürzer? Okay. Dann machen wir das halt. Zack. Und dann hier nochmal. Und dann wieder hier unten. Ich muss jetzt aber hoch, da treffe ich das aber besser. So, dann einmal drehen. Und noch einmal größer machen. Zack. Und das passt. So, jetzt sehe ich das aber oder nicht. Ja, das ist auch doof. Ja, ich glaube, ich mache das dann anders. Dann gehe ich da lieber von der Planke aus. Zack. Und dann
passt das. So, ich glaube, wir können dann aber leider an die Bretter nicht dranhängen, also müsste ich dann gucken, wie ich das mit dem Licht mache. Also hätte ich gesagt, wir machen da hier irgendwie solche Lampen dran oder so, aber das wird dann ja schlecht gehen. Ist das jetzt schön? Ja, ist schon auf die Länge. So, ich hoffe, die Planken reichen jetzt aus. Und das Gute ist, die dichten, glaube ich, nicht komplett ab. Da kann man sogar leicht noch durchgucken. Also wenn wir Glück haben, schimmert dann auch das Licht da durch. Das sieht noch besser aus. Könnt ihr mal gucken. Ja, also die dichten so gut wie nicht ab. Also das ist schon mal... Das hat auch schon ein bisschen Flair. Finde ich jetzt zumindest. So, hier machen wir das so. 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 Ah, jetzt stehe ich wieder zu nah dran. Das möchte ich jetzt wieder nicht. Zack, zack. Und das vorletzte. Und dann... Na, du noch. So. Haben wir das Schleppdach jetzt schon mal fertig? Also, ich finde, es ist so eine Art Schleppdach. Ich sage dazu jetzt einfach Schleppdach. Und dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das finde ich jetzt auch nicht zu hoch, nicht zu erdrückend. Jetzt könnten wir ja eigentlich schon mal das Dach setzen. Wenigstens ein Teil davon, dass wir sehen, ob das jetzt gewaltig durchglitscht oder ob das sogar noch geht. Habe ich denn? Ja, die habe ich sogar schon. Zack. Dann müsstest du jetzt hier hin. Nein, du sollst nicht normal, du sollst nicht automatisch loslaufen, du Hund. So, die müsste jetzt eigentlich mal gedreht werden. Oh Gott, wie war denn das Drehen jetzt? Bin echt raus. Ach, ja. Wenn man eine Weile gespielt. So, gut, dann hätten wir das jetzt. Machen wir das gleich noch fertig und dann testen wir das mal, wie das mit dem Dach aussieht. Nein, drei brauche ich. So, zack. Zack. Und fertig. Okay, dann das Dach. Das wäre die 8. Du kommst dorthin. Das war jetzt richtig, ja. Und dann machen wir gleich noch... Ja, machen wir es gleich bis rüber. Ja, ich würde sagen, machen wir es gleich bis rüber. Dann haben wir das Gemäre dann schon mal weg. So, die 7 setzen wir hier auch gleich noch. Wenn ich da jetzt rankomme. Müsste ich aber eigentlich in dem, dass ich auf das Dach ziele, normalerweise. Ja, da ist er. So, drehen wir das. Zack. Dann können wir das nämlich auch gleich fertig machen. So. Zack. Und fertig. So, jetzt habe ich noch 38. Ich hoffe, das reicht jetzt. Für das Dach. Ah ja, doch. 41, 32 Planken. Das müsste eigentlich passen. So, und jetzt will ich mal gucken. Ah, okay, das geht sich sogar ganz gut aus. Ja, das kann man so nehmen. Wenn nicht, kann man das hier vorne ja noch den Überhang noch ein bisschen mit den Planken machen, dass sich das nicht so beißt. Das kriegt man wohl alles hin. Das ist jetzt nicht so schlimm, jetzt habe ich ja schon mal daneben gehauen. Haha. So, und dann hätten wir das Ding nämlich auch schon wieder zu. Zack. So, jetzt habe ich gewartet, bis es hell wird. Jetzt wird es hier drin aber dunkel. Das ist auch geil. Ja. Jetzt habe ich aber leider keine Möglichkeit, das von vorne zu sehen, wie das aussieht. Aber na gut, dann machen wir das jetzt mal auf die altbewährte. Ja doch, das könnte sogar... Ja, das sieht gut aus. Also ich finde, es sieht gut aus. Ich werde jetzt aber mal ein bisschen tricksen. Da ist die Sonne. So, wo sind wir? Da sind wir. Ah, den habe ich jetzt mal positioniert, damit ich weiß, wann die Sonne aufgeht. Ah ja, aber guck mal. Wenn wir das jetzt noch ein bisschen anpassen. Vorne vielleicht sogar noch den Überhang so machen mit den Planken. Dass wir die so ein bisschen überhängen lassen vorne. Auch beim Eingang. Und links und rechts. Dann könnte das sogar richtig nice aussehen. Ja, komm, das machen wir einfach so. Man gewöhnt sich dann schon dran. Halt, das war die falsche Taste. So. Ist die Frage, habe ich jetzt noch genug Planken oder... Ja, 14. Das wird ein bisschen eng. Timber hätte ich noch genug. 14 wird ein bisschen eng. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das... ob ich die wirklich so schmal kriege. Ja, kriege ich sogar. Die müssten wir zum Beispiel die so ansetzen. Zack, zack, zack. Müsste das ja eigentlich sogar reichen. Und die dann hier vorne auch noch ansetzen. Da müsste ich eigentlich, ja. So, dann hat das nämlich Ganze. Dann hat das Ganze nämlich ein bisschen... Ich würde sagen, wir machen dann hier vorne auch noch komplett eine Reihe mit Planken dran.
dass wir die dann irgendwie durchziehen. Dass ich das, ist das richtig schick. Und jetzt gehen uns bestimmt gleich die Planken aus. Ich sehe es schon. Ja, siehst du, wegen zwei Stück. Aber wir brauchen sowieso noch ein bisschen mehr. Also können wir die mal schnell holen. Das sieht jetzt schon cool aus. So. Okay. Planken. Timber habe ich Gott sei Dank noch. Dann sagen wir, machen mal 5. Mit dem, der jetzt schon drin ist. Und ich sehe gerade meinen Kaffee jetzt alle. Das ist nicht schön. So. Zeitlich liegt man auch ganz gut im Plan. Zumindest in meinem Plan. Das sind die 4 Fackeln. Also entweder nehmen wir die als, wenn es dunkel ist, Baufackeln. Oder ich lasse mir dafür noch was einfallen. So, jetzt haben wir 15. Kommen die eine noch. So. Haben wir jetzt schon mal 25. Die müssten ja eigentlich reichen. Normalerweise. So. Zack. Zack. Und dann würde ich sagen, hier vorne noch. Als kompletter Überhang. Machen wir hier auch noch jeweils eine Planke dran. Jetzt müsste ich bloß gucken. Ich wäre mal die Länge hier. Ja, okay. Das war jetzt schon ein bisschen zu voreilig. Wo waren denn die? Die waren doch irgendwo auch Zähne lang, oder? Nee, waren sie gar nicht. Wieso das? Hä? Ja gut, dann machen wir das jetzt so. Achso, da hätte ich das auch anders machen können, ich Dussel. Warte mal, die setzen wir jetzt mal so dran. Dann ist hier die Treppe im Weg, deswegen komme ich hier nicht weiter. Zack, dann so. Und die können wir auch so. Und dann machen wir nochmal, ja, so wird das was. So sieht das gut aus. Zack. Und hier noch. Zack. So. Sieht vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber das geht. Das kann man so nehmen. Das nehmen wir jetzt auch so. Und damit sagen wir mal hier noch so eine Art Geländer. Das kann ich eigentlich gleich mal gucken. Was das jetzt für eine Größe ist. Machen wir das auch so nach außen gehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier sowieso noch irgendwas dran hängen können. War das jetzt so? Kann ich aber... Ne, drüber hopsen kann ich sowieso nicht. Ich hätte das jetzt auch eins unten frei und dann so zwei. Naja, gut, okay, das sieht vielleicht dann auch ein bisschen too much aus. Nee, du solltest es doch nicht so drehen, du solltest es so drehen. Das funktioniert nicht, weil es zu lang ist. Hier ist ja die Tür. Wie gesagt, das mit der Tür ist jetzt ein bisschen... weil die Treppe ein bisschen versetzt ist. Die können wir auch, glaube ich, kann mal gucken, ob ich die da noch ein bisschen mittig setzen kann. Aber wenn nicht, ist jetzt auch nicht so wild. Also da gibt es weitaus Schlimmeres. Also, da war er wieder zu schnell. Erstmal voll ins Mikro geräuspert. Oh, nicht gut. Auch nicht schlecht. So, dann hätten wir das hier. Jetzt ist bloß die Frage, sieht das aus oder geht das nicht? Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich setze das noch eins runter, dass ich dann zwei drin habe. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, als wie eine Brüstung. Weil so geht's ja eigentlich. Ich habe irgendwie immer einen Frosch im Hals, wenn ich aufnehme. Ist furchtbar. Ist irgendwie richtig ulkig. Also die Treppe müsste eigentlich eins nach drüben. Aber die kriegt man eh nicht symmetrisch, sehe ich gerade. Also von daher lassen wir die jetzt so. Daran wird man sich irgendwann gewöhnen. Ach, da hinten sehe ich noch eine Wand, die nicht fertig ist. Die müssen wir jetzt auch erstmal fertig machen. Zack. Dann haben wir eh bloß nur noch 3 Planken. So. Fenster über Fenster ist doof. Das mit dem Geländer überlege ich mir nochmal, wie wir das dann machen. Also werde ich hier jetzt erstmal noch eine Wand reinsetzen. Eine normale Wand. Und hier genauso. Und dann brauchen wir eh wieder Planken. Und da kommt dann an die Ecke, würde ich sagen. Ich setze zwar nicht gerne an Ecken Fenster, aber ich würde sagen, hier machen wir dann mal eine Ausnahme. Und setzen da mal noch ein Fenster rein. Dass wir das dann auch hinkriegen. So, Planken, Planken, Planken. Ich brauche wirklich nur Planken für die Wände. Das ist auch nicht schlecht. Ist wie so eine Hohlwand quasi, fast. So, Planken. Dann sehe ich aber, ich brauche noch... Ach, Timber habe ich Gott sei Dank noch.
Schon gedacht, ich muss wieder Bäume fällen gehen. Gib mir die Planken. Los. So, machen wir gleich nochmal ein paar. Zack. Und ich crafte die ungern im Inventar, weil irgendwie ist, das dauert alles so lange im Inventar zu craften. Gerade die Planken und so, das dauert alles ziemlich lange. Und wir haben dann ja noch ein paar schöne Mods, die man vielleicht auch mal testen kann. Im Falle, dass jetzt hier für Regale oder sowas, wie ihr das hier schon seht, das, was ist das eigentlich? Das ist eine Plank Bench, also eine Bank. Das ist ein, ist das ohne Bank oder ist das ein Regal? Ne, das ist ohne Bank, oder? Ja, müsste. Bench, das ist ein Regal. Das ist auch Standardregal. Und Fenster haben wir ja auch noch. Oh. Was brauchte ich denn dafür eigentlich? Ach, dafür brauche ich auch noch den anderen Brennofen dann. Das ist ja. Ja, genau. Den muss ich ja auch noch machen. Den anderen Brennofen. Den großen. Den Lehmofen. Ah, da brauche ich auch noch Lehm dazu. Ach du Scheiße. Wo kriege ich denn hier Lehm her? Das ist. Das wird lustig. So, jetzt ist es aber. Jetzt müsste ich das, glaube ich, wegnehmen und den normalen Boden hier neu setzen. Und da haben wir auch schon mal wieder vier Planken. Zack. Wo ist der normale Boden? 3. Und den haben wir jetzt. Hm, sieht das komisch aus, wenn ich das hier oben andersrum laufen lasse? Ich glaube ja. Das sieht ein bisschen komisch aus. Also, wie gesagt, das wird bloß ein Spitzdach nach vorne. Also. Das geht schon bis hoch, aber halt nur nach vorne abfallend. Ich mache jetzt hier hinten kein Spitzdach rein. Hier hinten ziehe ich die Wand einfach gerade hoch. Obwohl, einfach. Einfach ist gut gesagt. Frage mich jetzt schon, wie ich auf das Dach kommen soll, weil ich das Dach hier vorne jetzt schon zugemacht habe. Ich Trottel. Das hätte ich vielleicht auch anders machen sollen. Aber na gut. Das machen wir dann schon irgendwie. So. Hier eine Wand, da unten ist schon ein Fenster. Jetzt stehe ich wieder drinnen im Block. Dann macht er das immer nicht. So. Und dann hier noch eine Wand. Und hier noch ein Fenster. Ist das zwar eins versetzt, aber es kommt wenigstens ein bisschen Licht rein. Es kommt wenigstens ein bisschen Licht rein. So. Zack. Und dann haben wir die Etage quasi. Also gut, die wollte ich ja eh noch eins vorziehen. Dass man schon quasi so ein Fastboot. Ah, das könnte man zum Beispiel. Wo habe ich denn die Dinger jetzt? Die hatte ich doch, glaube ich. Ah, die hatte ich hier vorne drin, hä? Hm, gut, dann gehen wir mal eins weiter. Halt, mit G. Dann könnte man das mal probieren, wie das aussieht. Ich glaube, das wird ein bisschen bescheiden aussehen, weil dann hätte ich es doch in die andere Richtung laufen lassen müssen. Ah, die hat außerdem zu viel Abstand, sehe ich gerade, oder? Wartet mal, wir probieren das jetzt einfach mal. Ich mache das jetzt mal 3. Ja, das ist schon die völlig verkehrte Richtung. Und das hat zu viel Abstand. Mist. Oder wir ziehen ja dann einfach noch einen Balken dazwischen. Als Abschluss quasi. Da könnte man. Ja, doch. Ich würde sagen, das machen wir so. Da ziehen wir dann noch einen Balken. So als Stützbalken quasi, dass das dann hier noch so dran ist. Weil dann schließt das nämlich auch komplett mit der Wand ab. Also so fast zumindest, dass man hier oben noch laufen kann. Sollen ja eh bloß Kisten oder sowas hin. Von daher brauchen wir hier oben nicht so viel Platz. Und jetzt sind die Planken wieder alle. Super. Läuft. Das haut echt hin, ey. Könnten wir das aber gleich mal mit dem Balken probieren. Davon haben wir ja noch ein paar. Also ich glaube, wir kommen hier in der Folge zu nicht viel, weil, ja, Behinderung wegen Baumaterialverlust. Ich sehe hier nichts. Muss mal die Fackel anmachen. Er sieht nichts. So. So. Da müsste das jetzt. Das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber. Ach, die ist nicht mal. Ach nee, die ist zu lang, oder? Ist das zu lang? Wenn ich das jetzt eh ins Kürzer mache? Obwohl, eigentlich ist das ja auch egal, oder? Ob das jetzt eh ins Kürzer ist oder genauso lang? Mach's mal eins kürzer. Jetzt passt es aber. Hä? Aber wieso? Die sind da eigentlich auch 10 lang. Oder hat der, guckt der jetzt hinten raus? Weil das ist jetzt wieder zu kurz. Das wird so nicht. Guck
guckt er jetzt hier. Ich glaube, mal gucken, ob der da hinten jetzt rausguckt. Nö. Hä? Ach so, die Wand ist ja auch noch. Ach ja, genau. Okay, dann machen wir das halt so. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Zack. Dann hier volle Länge. Glaube ich. Ja. Und hier müssen wir dann eigentlich bloß bis zur... Weil wenn ich den jetzt durchziehe, ist das auch doof. So. Aber ich glaube, dann kriegen wir mit der Treppe Probleme. Oder? Wir können das jetzt mal probieren. Ich den jetzt hier durchziehe. Ne, doch, das geht sogar. Okay. Ne, dann machen wir da auch noch einen ganzen hin. Jetzt komme ich hier wohl nicht mehr ran an das Ding. Ach. Was ist denn das? Jetzt. Okay. So. Und das müsste dann jetzt aber wieder einer weniger sein, glaube ich. Machen jetzt mal bloß 9er. Und der müsste... Jawohl, der passt. So, Balken brauchen wir nicht, den haben wir da schon. Den könnten wir hier höchstens noch mit einem Brettchen simulieren. Aber ich glaube, das hat auch eine andere Farbe. Hä? Die sind, glaube ich, dunkler. Ja, die sind dunkler. Na gut. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir hier wenigstens noch... Was brauche ich denn dafür? Planken? Ha, ich habe nur noch 4. Schön. Schön, schön, schön. Nicht schön. Nein, nein, nein. So. Wieso? Ich kann den jetzt... Warum kann ich den nicht setzen? Weil der Balken stört. Oder? Ist das jetzt echt, weil der Balken schon da ist? Hallo? Sammel den mal ein. Bitte, danke. Nee, ich kann den echt nicht setzen. Warum kann ich den nicht setzen? Ah, das ist jetzt aber nicht wegen der... Ach, warte mal, müsste ich diese sogar erst fertig machen, dass ich die setzen kann? Dass der bloß ging, weil die Wand schon da war? Okay. Das können wir jetzt ja nochmal testen. Ich habe ja, glaube ich, noch 3 Stück oder so. Ne, ich brauche aber 6. Okay, dann müssen wir doch nochmal was schnell welche holen. Und dann wird es auch schon wieder mit der Zeit knapp. Aber das probieren wir jetzt noch schnell. So. Dann gucken wir mal. Wir brauchen nochmal Planken. Dadurch muss ich ja 2 machen. Okay, komm schon. Crafte, 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 schneller. Zack, haben wir mal 10. Dann bauen wir den eh mal fertig und dann gucke ich mal, ob ich den da dran kriege. Ansonsten muss ich mir das einfallen lassen, wie muss man. Was eigentlich komisch, weil sonst hatte ich, glaube ich, die Probleme nicht damit. Aber na gut. Ist der schon fertig? Ne, jetzt ist er fertig. So, dann probieren wir das jetzt nochmal mit dem Walkway. Ah, guck mal, jetzt geht's. Also wird das doch daran liegen, dass das... Ne, liegt's nicht. Das ist ja komisch. So, jetzt würde ich aber sagen, das hier vorne lassen wir dann so. Oder wir füllen das dann mit Balken oder Brettern auf. Das ist jetzt nicht so wilde. Habe ich jetzt noch. Was sind die neuen? Sind das schon? Ja, das sind Timor. Okay. Ja. War jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Nein, das war wohl einer zu kurz. Super. Mach's doch 5-mal am besten. Mach's doch einfach 5-mal. Also hintereinander. So, der sitzt jetzt schon. Okay. Dann ist jetzt mal gucken, ob wir den noch bauen können. Davon hätte ich noch für ihn. So, einer ist fertig. Und für den bräuchte man noch mal ein bisschen Stuff. Hier bräuchte ich noch mal 6. Also 12. 12. Und 3 sind 14. 14 Planken. Ich brauche eh mehr, weil ich sehe, die Wände sind noch nicht fertig. Ja, gut, okay. Aber es nimmt schon mal Form an. Wir können jetzt schon mal 1 machen. Obligatorisch, wenn ich jetzt genug Platz im Inventar habe. Muss jetzt mal gucken, dass wir wenigstens schon mal den Ofen hier rüber schaffen können. Was jetzt aber auch enge werden wird. Weil ich glaube, hier ist eine Menge Stuff drin. Oder nehmen wir das wenigstens schon mal mit. Zack. Können wir die wenigstens schon mal da rein. Stellen. Nimm die jetzt mit. Die Smithy. So. Und dann müssten wir eh mal gucken, weil ich glaube, aus der Smithy könnten wir uns noch eine größere Schmiede machen. Dass
müssen wir das dann auch zeitnah machen. Dass wir uns den ganzen anderen Kladderadatsch basteln können. So, die Smithy. Die werden wir hier schön ans Fenster stellen, dass wir immer beim Schmieden einen schönen Ausblick haben. So, steht sie zu nah dran? Nö, passt. Perfekt. Okay, dann packen wir hier gleich wieder alles rein, was hier rein muss. Was hatte ich jetzt hier drin? Timber? Hatte ich, glaube ich, zweimal drin. Dann das Gedöns und das Gedöns. So, okay. Ja. Die können wir auch gleich reinpacken. So, und dann müsste ich jetzt mal gucken. Ich habe auch wirklich nicht genug Platz, glaube ich, im Inventar für den Ofen. Habe ich, glaube ich, nicht genug Platz. Ne, halt, muss ich was leer machen. Oh je, hier ist viel drin. Könnten wir aber auch gleich aufteilen dann. So, habe ich jetzt noch einen Platz? Oh, doch, das hat gerade so gepasst. Gucke dich das immer an. Habe ich jetzt eigentlich nach dem Brennmaterial geguckt? Ne, habe ich auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt weg. Das, was zumindest noch drin war, war jetzt, glaube ich, weg. Hä? Hä? Was ist denn das bitte für ein Bug? Hallo? Na gut. Achso, das war mein Rauch. Jetzt könnte ich auch mal die Fackel ausmachen. Normalerweise müssen wir jetzt noch ein bisschen was sehen. So, wenn das jetzt zu dunkel ist, dann entschuldigt das bitte, weil... Ich komme jetzt gerade nicht dazu. Nein, Quatsch. So. Jetzt haben wir den Ofen auch endlich hier drin, wo er hingehört. Ja, das passt sogar. Ich hätte sogar noch ein bisschen weiter rüber gekonnt. Warte mal, das probieren wir gleich nochmal. Hallo, packst du mal den Ofen ein. Dankeschön. So, dann drücken wir jetzt nochmal die 5. Und dann packen wir den jetzt hier rüber. Ich könnte den jetzt auch noch einschachteln, so wie Muffy das mal gemacht hat. Aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, ich glaube, zu blöd. Oder ich probiere es dann einfach mal. So. Der steht jetzt auch nicht in der Wand, das ist super. Weil normalerweise. Aber da macht sich das mit dem Gang hier blöd. So ein angetäuschter Schornstein, der dann hinten rausgeht. Hm, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. Und dann, ja. Da bräuchte ich aber was anderes dafür. Und der geht aber leider nicht mehr, der Mod. Der Stonecutter Mod. Aber das kriegen wir schon noch hin irgendwie. Und jetzt könnte ich zum Beispiel die Fackel. Weil das ja doch recht finster ist hier in der Ecke. Stelle ich mir die da hin. Und mache die anderen schon nochmal hier Licht. So läuft das. Das können wir dann in der anderen Seite drüben auch machen, wenn der Ofen da drin steht. Den muss ich aber, glaube ich, erst erforschen, weil ich glaube, den kann ich noch nicht bauen. Wo konnte ich denn den eigentlich? Konnte ich den im Inventar machen oder muss ich den... Ich glaube, den muss ich am Tisch bauen, oder? Wenn er am Tisch noch nicht drin ist, können wir mal schnell gucken, was wir da für eine Quest brauchen. Und dann können wir den dann nächstes Mal forschen. Und ja, ich glaube, hier ist er nicht drin. Ich guck mal kurz. Ich guck mal, welche Quest das ist. Quest. Ich glaube, das war hier drin. Wo ist der Ofen? Das ist die Schmiede. Stockpile. Treasure. Ah, hier ist er. Okay, also müssen wir dann schon die Steinteile machen. Oder Lehm zumindest. Der Clin. Der Clin. Okay, look, Luxury House ist das dann. Okay, na dann machen wir das doch nächstes Mal gleich mit. Luxury House. Ich kann die Quest jetzt ja schon mal starten und dann machen wir das dann nächstes Mal. Muss ich sowieso noch Clay absorben. Und dann haben wir das dann fürs nächste Mal schon fest. Also in diesem Sinne, Sonne steht schon wieder ziemlich hoch. Wir haben aber das Tageslicht genutzt und zwar ziemlich gut, finde ich. Muss jetzt noch ein paar, lasse ich das doch flach zugehen dann. Weil ich weiß echt nicht, wie ich da hochkommen soll. Müsste ich ja außen erstmal übelste Treppen hochbauen. Oder so ein Ort quasi Gerüst. Ja, gut, das werden wir sehen. Auf jeden Fall wird die Schmiede dann fast genauso hoch wie unser Haus. Wird sie zumindest. Ja, sagt mir ruhig mal, was ihr von der Schmiede haltet. Also ich finde das cool, so ein offenes Design. Finde ich schon nicht schlecht, weil hat man auch Platz. Wenn nicht, kann man hier vorne ja immer noch irgendwie zumachen mit Timber oder Brettern. Oder mit den Planks, dass man hier die Seite zumacht und die Seite da hinten, vielleicht, dass hier nur zwei so Durchgänge sind, dass wir hier noch wie eine geschlossene Wand haben. Vorne zu. Ansonsten sagt ruhig mal, was ihr von der Schmiede haltet. Ein Schild kommt natürlich auch noch dran, dass es dann die Schmiede ist. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Endlich mal wieder mit Licht und lasst ein bisschen Feedback da.
Wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.